und Video. Heute mal wieder in Nordholland unterwegs. Und zwar am Beach von Egmond an See. Ich fahre jetzt gerade in Richtung Castricum. Es ist gerade Ebbe, aber ich glaube, so in einer Viertelstunde kommt das Wasser so langsam wieder zurück. Soll heute jetzt nur so ein kurzer Ride werden. Ja, und auch an dieser Stelle nochmal an alle ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und habt eine schöne Weihnachtszeit auch gehabt mit eurer Familie, euren Freunden. Ja, und ich habe mich mega gefreut, denn tatsächlich genau zum Jahreswechsel habe ich die 1000 Abonnenten erreicht. Richtig geil! Also ich habe mich super gefreut und deswegen natürlich auch nochmal an euch alle vielen, vielen Dank. Es freut mich einfach total, dass euch meine Videos gefallen und ihr ja darin Unterhaltung findet. Mir macht es halt auch super viel Spaß, euch immer mitzunehmen, kleine Videos zu machen von meinen Touren. Für mich ist das ja quasi auch eine persönliche Erinnerung. Deswegen ja, an der Stelle vielen, vielen Dank. Ich habe mich mega gefreut. Das ist der absolute Wahnsinn. Dafür einmal kurz stehen. Ich freue mich schon total darauf, was dieses Jahr ja, für mich so bereithält. Ein paar Sachen sind geplant. Da werde ich euch wahrscheinlich in einem der nächsten Videos mal ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber jetzt fahre ich einfach noch ein bisschen weiter. Das Wetter ist cool und der Strand ist auch relativ leer. Ich habe mir heute wieder ein Beach Racer ausgeliehen von den Beachbusters und dachte mir, ich fahre ja nur am Strand, kannst du ja mal deine Klickschuhe einpacken, die schon wahrscheinlich seit 3-4 Jahren im Karton unten im Keller standen. Das habe ich dann auch getan. Das hier sind sie. Ja, das sind eigentlich recht gute Winterschuhe von Shimano. Habe ich getragen, als ich noch in Siegen gewohnt habe. Muss mal drauf gucken. Ich glaube, das ist Neopren und da fliegt gerade ein fetter Flieger bei mir her. Also mit Neopren und Gore-Tex. Aber halt Klickschuhe. Naja, und dann fahre ich so in Richtung Strand. So das Einklickern ist ja kein Problem. Und das Rausklickern ja eigentlich auch nicht. Aber wenn von euch schon mal jemand ja, am Strand gefahren ist und vielleicht auch diesen Abschnitt kennt, wo dieser lockere Sand drin ist, oder grundsätzlich, ne, gibt es ja manchmal auch im Wald zu stellen, wo vielleicht ein bisschen Sand aufgeschüttet ist. Da drehen die Reifen ja manchmal durch. Beziehungsweise man hat da nicht so viel Grip. Ja. Und wie sollte es auch anders kommen? Mit einem Schuh war ich ausgeklickt. Mit dem rechten leider noch drin. Dann hat es angefangen zu schlittern. Und ich konnte mich nicht mehr halten. Und anstatt nach links zu fallen, wo ich mich ja mit meinem ungeklickten Fuß hätte abstützen können, bin ich nach rechts gefallen. Also schön in den Sand, weich gelandet,
Ich habe auch sofort angefangen zu lachen, so wie auch die anderen, die gerade mit ihren Hunden unterwegs waren. Es war sehr lustig, bestimmt auch sehr witzig anzusehen. Ja, das war so der Start des heutigen Tages. Ja, dieser Tour am Strand. Aber das wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Leider war die Kamera da noch nicht an. Ich glaube, nächstes Mal lasse ich die Kamera einfach laufen, weil das einfach genial, wenn solche Dinge passieren. Ja gut, aber es ist nichts passiert. Deswegen, weiter geht's und da kommt auch die Sonne raus. Jetzt geht es wieder die andere Richtung zurück, wieder nach Egmond. Es war jetzt eine schöne, kleine, gemütliche Ausfahrt, nichts Dolles, von der Aussicht her. Es ist auch relativ sparsam, weil es gibt halt nur das Meer, aber das reicht auch. Und ja, ich bin nicht allein unterwegs, auch ein paar andere Beach Racer sind am Start und das liegt daran, dass dieses Wochenende das große Strandrennen stattfindet. Egmond Pier Egmond heißt das und ja, wahrscheinlich sind einige schon am Trainieren, deswegen sind natürlich auch wir hier, also ich selber starte nicht, aber ich gucke auf jeden Fall zu. Das Wetter war die ganze Woche relativ bescheiden. Ich muss mal kurz die Hand wechseln, den Arm. Es ist doch ein bisschen anstrengend. Gestern hat es auch relativ viel gestürmt. Dafür ist es heute super, wie sagt man? Also nicht super mild, aber ja, also mild schon, aber auf jeden Fall nicht so ultra windig. Die Wetter-App hat gesagt 25 km/h aus Westen. Ja, und gestern waren das doch so 65, ja, 55 km/h mit Böen bis zu 70 km/h. Also nicht sehr schön. Ja, aber für heute genau das perfekte Beachfahrwetter. Und damit jetzt auch ein bisschen Rückenwind. Geil. Sehr lustig. Ich bin noch ein paar Tage hier und ich überlege, ob ich mir vielleicht für morgen einmal ein Mountainbike ausleihe, weil ich bin bisher noch nie hier die Mountainbike-Strecke in den Dünen abgefahren. Das würde ich super gerne mal ausprobieren. Ich überlege es mir. Wenn das Wetter gut ist, dann ja, mache ich das. Ansonsten sollte ich faul sein und lieber Lust haben, mir einen Pfannkuchen nach dem anderen zu futtern. Dann mache ich auch das. Und diesmal Lessons learned, weil es mich ja beim Runterfahren auf jeden Fall gelegt hat. Absolut peinlich.
weil auf beiden Seiten auch noch Strandbuden sind. Das war bestimmt ein Bild für die Götter.